Herr Abgeordneter Dr. Wolfgang Zingel. Danke, Herr Präsident, werte Volksanwälte, Frau Volksanwältin, meine Damen und Herren. Ja, also einmal im Jahr treffen wir uns da tatsächlich, um die Volksanwaltschaft spätabends zu loben. Und ich mache das gerne auch heuer wieder. Seit vielen Jahren wiederholt sich das. Es ist eine ganz wichtige Einrichtung des Parlaments, die man nicht hoch genug schätzen kann. Insbesondere begrüße ich es, wenn die Zusammenarbeit seitens der Volksanwaltschaft mit dem Parlament fast eingefordert wird, im beispielsweise Zusammenhang mit Verordnungen, die gesetzeswidrig sind und dann das Parlament aufgefordert wird, hier auch unterstützend zu agieren. Ich begrüße auch die Zusammenarbeit der Volksanwaltschaft mit den anderen Ombudseinrichtungen in der Europäischen Union. Da sind uns einige Dinge berichtet worden, die mehr als erfreulich sind. Und auch wenn in Polen und in Kroatien die Ombudsfrau bzw. in Polen der Ombudsmann Probleme mit Regierung bzw. Parlament haben, dann ist es gut, wenn es Unterstützung von ähnlichen Institutionen in Europa und insbesondere in Österreich gibt. Weniger großartig finde ich es, und die Kollegin Szymanek hat auf das angespielt, wenn Volksanwälte ihre Funktion für Parteipropaganda nutzen. Das ist nicht im Interesse des Parlaments geschehen im Präsidentschaftswahlkampf auf Servus TV. Herr Dr. Fichtenbauer, natürlich, Sie haben recht, im Ausschuss haben Sie es gesagt, es steht Ihnen als Bürger zu, dass Sie Ihre Meinung kundtun. Ich weiß nur nicht, ob es dem Amt der Volksanwaltschaft nutzt, wenn Sie das zu exzessiv machen. Und ich meine jetzt gar nicht irgendwie Wahlpropaganda für einen bestimmten Präsidentschaftskandidaten, sondern ich meine die Diskreditierung von anderen Fraktionen im Parlament und des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, des Wirtschaftsbundes, der Arbeiterkammer und so weiter. Sagen Sie nicht, Sie haben das nicht gesagt, ich habe eine ganze A4-Seite Ausdruck da liegen. Da kann ich das sehr gut nachweisen. Es sind Aussagen wie: Menschen fühlen sich zu Recht von der rot-schwarzen Ebene vernachlässigt, die Grünen sitzen im Rucksack der Roten und so weiter. Wissen Sie, das können Sie schon sagen, aber es wäre nicht gut, wenn beispielsweise die Präsidentin oder der Präsident des Parlaments solche Aussagen tätigen würde, wenn die Rechnungshofpräsidentin oder die ehemaligen Rechnungshofpräsidenten solche Aussagen getätigt hätten. Das sind Organe des Parlaments, und auch die Volksanwaltschaft ist ein Organ des Parlaments, und ein bisschen Zurückhaltung wäre hier angebracht. Ich ersuche Sie, das in Zukunft bleiben zu lassen. Es gibt genug Dinge, über die Sie berichten können. Der 39. Bericht der Volksanwaltschaft, ganz hervorragend gemacht, gebe genug Gelegenheit dafür, und ich hoffe, dass Sie dieses Amt in Zukunft in der Richtung besser vertreten. Danke.